Willkommen zurück zu Case and the Wild Masks, das neue Jump'n'Run, das wir hier spielen. Wir machen weiter im vierten Level Kletterranke und ich nehme an, wir werden jetzt einfach klettern lernen. Ja, also wir haben ja schon einige Fähigkeiten kennengelernt, die wir haben. Wir haben auch schon gesehen, dass wir Verwandlungen haben und zwar mit den wilden Masken, die ja auch titelgebend sind. Da haben wir schon die Adlerverwandlung kennengelernt, aber es gibt noch viele andere. Jetzt aber sind wir erstmal hier. Wir finden hier ein paar rote Steinchen, haben schon 10, wir brauchen ja immer 100 und jetzt bin ich gespannt. Okay. Huch. Die hält sich selbst fest. Ich versuche die ganze Zeit mich irgendwie festzuhalten, aber ich muss einfach gar nichts machen. Das ist sehr interessant, da fühlt sich das gar nicht an wie eine Fähigkeit. Und wenn ich Y drücke, kann ich runterfallen. Okay. So, Karotte ist tot. Ja, und das Gemüse bleibt ja dann immer hier liegen. Die wurden nämlich durch den Ring verzaubert, den wir im Intro gesehen haben. Ich kann das nehmen und werfen. Werfen mache ich einfach, indem ich loslasse. Oh, und da ist sogar... Das gefällt mir gut. Da ist das K drin. Okay. Huch, Karotte. Tomate. So, ich würde sagen, erstmal hier runter. Hier ist nämlich das A. Wenn die Erdnüsse oder Kartoffeln... Es sind wahrscheinlich Kartoffeln, oder? Liegen die noch hier rum? Ne, sind runtergefallen. Aber es müssten eigentlich Kartoffeln sein, weil es ist ja Gemüse. Also werden das keine Erdnüsse sein. Okay, Bonusraum. Hab mich schon gefragt, wo der kommt. Oder wann der kommt. Da ist er. Bonusetappe, sammle alle Kristalle. Mhm, mache ich gerne. Wo bin ich denn? Da oben. So, und hier. Oh mein Gott, ich drücke immer nach unten, wenn ich mich fallen lassen möchte, aber ich muss Y drücken, das darf ich nicht vergessen. Wie viel denn noch? Okay, wir haben es so gerade noch geschafft. Wir hatten schon einiges mehr an Zeit, aber am Ende hatte ich ein bisschen Sorge, dass ich es doch nicht mehr schaffe. Aber alles gut. Gut, dann hier unten hin, da ist jetzt die Kastanie. Das sind eigentlich auch kein Gemüse. Habe ich was verpasst? Ich wurde getroffen. Checkpoint. Gefäß mit einem Herz wahrscheinlich drin. Okay. Ist hier unten was? Oh, ich glaube nicht. Ich gehe mal weiter. Hier ist ein Bonus, oder? Nee, doch nicht. Warum hast du denn nicht angegriffen, Case? Ach, Mann. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ach, ist das kompliziert. Wandsprung kann ich nämlich nicht. Komme ich gleich von oben weiter. Ja, sieht ganz gut aus. Und hier ist ein Bonusraum. Mhm, hätte ich fast verpasst. Ich guck mal nach oben, welche Bonusräume haben möchte, aber der war jetzt weiter unten. Ist ein bisschen komisch. So, alle Kristalle sammeln, aber die sind auch alle sofort hier. Das ist ein Bonusraum, den es so ähnlich wirklich auch bei Donkey Kong Country Tropical Freeze und ich meine auch Returns gibt. Also wirklich genau so. Nur ohne, da sind keine Gegner bei Donkey Kong. Aber sonst sammeln an Ranken und dazwischen eben auch Bananen. Das war jetzt ein bisschen knapp. Ich wäre fast auf die Kastanie gesprungen. Was kann das denn sonst sein, wenn es keine Kastanie ist? Oh nö. Die Tomate ist besiegt. Der Checkpoint ist ziemlich weit weg. Ich hätte nichts sagen sollen. Nein. Oh, wie viel muss ich denn jetzt nochmal machen? Ah, ist das doof.
Also was die Schwierigkeit angeht, ist das Spiel schon ziemlich ordentlich. Sind das jetzt Kartoffeln oder Erdnüsse? Das sind Kartoffeln, oder? Doch. Nein! Den Bonusraum muss ich ja nicht nochmal machen. Der ist auch gar nicht mehr da. Oh, bin ich schlecht. Okay, aber das Level gefällt mir ziemlich gut. Die Mechanik hier mit dem Klettern, die ja neu ist, ist ziemlich gut umgesetzt. Ist auch sehr, ja, intuitiv. Ich muss ja auch eigentlich nichts drücken. Na gut. Das ist aber gar nicht so weit, tatsächlich. Ich würde ganz gerne das Herz behalten, damit ich das oben bei dem Z noch habe. Das ist schon ziemlich hilfreich, wenn man noch einen Treffer einstecken kann. Und den nicht einfach bei so einfachen Stellen hergibt. Einen Gegner besiegen kriege ich leider gar nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Okay. Geht doch. Weiter. Vorsichtig, hier kommt schon die Möhren. Hm. Wo sind das Chili-Schoten? Könnte auch sein, ne? Weiß man halt nicht. Aber Möhren gibt es eigentlich schon als diese Stampfgegner. Oh, es war gar nicht das Z, sondern das E. Oh nein, da ist ja eine Kastanie. No! Geht's noch übertriebener? Okay, ich hab 100. Ich hab die beiden Boni gemacht. Und ich habe das Case, also in Ordnung. Aber war schwer. Am Ende. Nur so gerade 100. Also da muss man echt alles mitnehmen. Und leider wieder nicht ohne Schaden durchgekommen. Und wir haben jetzt 4 grüne Edelsteine. Wenn wir 6 haben, können wir was machen. Ich glaube, das ist dann einfach der Boss oder so. Keine Ahnung. Licht an, Licht aus. Okay, ich sehe da auch wieder so einen Bubble-Block, auf dem man wahrscheinlich wieder springen kann. Aber Licht an, Licht aus, klingt sehr interessant. Und wahrscheinlich auch sehr schön. Mhm. Okay, diese bunten Funkenpartikel im Hintergrund gefallen mir schon sehr gut. Mais? Alles klar. Neuer Gegnertyp. Aha, das dachte ich mir fast, dass ich da das Licht anmachen kann. Und die Gegner besiegen konnte ich jetzt nicht. Ist aber nicht so schlimm. Muss ich ja tatsächlich auch nicht. Habe ich ja nichts von. Okay, okay, alles gut. Ja, hier ist wieder der Wabbelblock. Was? Ist das eine Drachenfrucht? Ja, ne? Ja klar ist das eine Drachenfrucht. Das Vieh ist das Weiße von der Drachenfrucht. Cool. So, schnell alles einsammeln und weiter. Ah, ja, jetzt wurde ich getroffen. Checkpoint, also alles gut. ich habe nicht gedrückt gehalten beim Wirbeln. Muss ich eigentlich machen.
Die Drachenfrucht kann ich nichts machen, oder? Nee. Okay. Ich meine, ich habe jetzt sowieso schon Schaden genommen, das heißt, das Ding kriege ich eh nicht mehr. Wollte ich wenigstens gucken, ob ich was gegen die Drachenfrucht ausrichten kann, aber kann ich nicht. Oh, lecker. Drachenfrüchte sind wirklich super gut. Mais kann ich besiegen. No! Ich dachte, die Drachenfrucht läuft auch runter. Oh, nö, ey. Also ich finde alles machbar in dem Spiel, aber wirklich so ein Level ohne Schaden durchzumachen, uff, das ist heftig. So, jetzt hier rein und aktivieren, dann macht nämlich das... Macht der eine Gegner nicht, wollte ich sagen. Ich würde gerne die Drachenfrucht besiegen, damit ich mal so hier, wie die als kleine Drachenfrucht auf dem Boden aussieht, aber es geht halt nicht. Oh, nee, ne? Ja, was soll ich denn hier machen? Da muss ich halt sofort durchkommen. Hm. Also Schwierigkeit kann das Spiel. Keine Frage. Hier komme ich schon durch, das ist kein Problem. Oh, nee. Da bin ich jetzt ein bisschen komisch festhängen geblieben. Keine Ahnung. Nee, ich will aber auch mein Herz behalten. Das Herz heißt übrigens Hogo. Das ist halt der Freund von Case. Haben wir ja auch im Trailer gesehen, dass es den erwischt hat. Hier muss ich einfach drüber wirbeln. Alles klar. Jetzt einmal kurz warten, das hier mitnehmen. Damit uns am Ende nicht, ja. Was? Ich war da drauf? Nein, da war ich wirklich drauf. Hallo? Betrug. Heftiger Betrug. So, also durchlaufen? Hm, könnte auch die Lösung sein. Ah, jetzt habe ich hier nicht drauf geachtet, ich Idiot. Ja, okay, man muss hier einfach durchlaufen. Alles klar, ich aktiviere das nochmal. Mhm. So, da ist das E. Nicht hier hochspringen? Oh, kann ich tatsächlich. Ach, da wäre vielleicht blockiert, aber ich kann einfach hochspringen. Okay. Und jetzt habe ich nicht alles in den Kristallen bekommen. Hilfe! Aktivieren bitte. Danke. Nochmal. Oh, komm. Na. Wir bleiben echt lange an der einen Stelle stehen. Und der Checkpoint ist halt auch wirklich so ungefähr im ersten Viertel des Levels. Also ich nicht weiß, ob es auch irgendwann zwei Checkpoints in einem Level gibt. Weiß auch nicht, ob ich die Dinger jetzt schlagen muss oder nicht. Ach ja. Ja, komm. Uff. Nicht schwer. Und das ist erst das... Nee, gar nicht das vierte, sondern das fünfte Level. Aber wir haben ja gesehen, es gibt 27 mindestens. Vielleicht tauchen noch mehr auf. Dann wird es noch sehr interessant. So, hier durch. Hier blattern. Hier drauf. Das mitnehmen. Weiter. Hier. Hier. Hier hinten hin. Weiter. Hier. Hier hoch. Mitnehmen. Okay. Jetzt wieder an das E kommen. Aber das ist gar kein Problem, wenn ich weiß, dass ich da einfach hochspringen kann. Besser als gerade. Ja, schade. Das hält einfach überhaupt nicht lange. Und ich habe nicht geflattert. Mann, warum ist das so schwer? Ja, ich muss die Blumen gar nicht schlagen. Ich glaube, die in der Luft sind, die in der Luft hängen, die muss ich schlagen.
Aber die anderen, da muss ich einfach nur durchlaufen. Ne, hier muss ich auch nicht. Hier, hier bin ich mir nicht ganz sicher. Kann sein, dass ich ihn nicht schlagen muss. Aber ich flatter halt immer. Und flattern ist ja quasi schlagen. Das war jetzt nicht so gut vom Timing. Ging aber noch. Okay, Case haben wir wieder. Wir müssen jetzt auch mal weiterkommen. Ja, super. Okay. Na, ist egal. Ich krieg hier alles. Aber immer noch nicht genug. Vorsicht. Sind die schnell. Aber ich habe 102. Also wenn ich alles so mache wie gerade, dann schaffe ich es zumindest das Level mit 100% abzuschließen. Und das mit dem keinen Schaden nehmen, das ist halt dann 101%. Oh Mann. Das war nicht gut. Ah, jetzt habe ich ein Ding verpasst. Ist vielleicht nicht so schlimm. Ich hatte ja 102, dann habe ich jetzt halt 101 am Ende. Ist okay. Diesmal bin ich gut durchgekommen und dann habe ich leider hier verkackt. Hm. Das hier finde ich schwer. Aber wenn ich in Bewegung bleibe, geht's. Okay. War nicht so schwer. Okay. So, jetzt hier nicht sterben. Dann sollte hier das Ende sein, genau. Ich habe gar keine Bonusräume, oder? Hm. Es gab wohl doch Bonusräume, aber ich habe sie nicht gefunden. Nein! Dass ich zwei Bonusräume verpasse, das ist ungewöhnlich. Ich schaue nochmal vorbei. Ich das kannst du nochmal machen. Nein, please. Aber sehr seltsam. So blind bin ich eigentlich nie. Wir könnten auch mal eben Zeitmodus gucken, anschauen. Aber will ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich will wissen, wo die Bonus-Etappen sind. Ja, wo sollen die denn sein? Ich habe eigentlich schon ein Auge für sowas, aber hier? Keine Ahnung. Ist ja wirklich gar nichts. Nirgendwo. Na super. Leute, ich bin überfragt, wo hier die Bonus-Etappe sein soll. Ich würde sagen, wir gucken uns mal das hier an. Wir laufen jetzt ganz schnell hier durch, haben aber wirklich nicht viel Zeit. 1 Minute 25. Und wie ein Crash Bandicoot ist Time Trial natürlich besonders schwer, wenn man halt nicht sterben darf. Also ist ja in jedem Spiel so, weil Time Trial muss man schnell sein und darf nicht sterben. Es ist schwer. Es ist schwer. Ich weiß nicht, wo die Bonusräume sind. Ich weiß nicht, wie ich das hier machen soll. Die Bonusräume leuchten ja eigentlich auch. Deswegen verstehe ich gar nicht, wie ich die verpassen soll. Hier wäre der Checkpoint gewesen. Also kommt jetzt die schwierige Hälfte. Die auch eigentlich gar keine Hälfte ist, sondern viel mehr als eine Hälfte. Man kann die Level aber sehr gut lernen. Schon wieder Betrug.
Komm, ich will jetzt einmal Time Trial schaffen. Auch um zu sehen, wie schnell ich wirklich sein muss. Wie hart das Limit hier gesetzt ist. Bringt der Wirbel was? Bin ich damit schneller? Ja, ne? Aber der Wirbel ist auch irgendwie schwieriger zu kontrollieren. Das Zeitlimit ist doch sehr knapp bemessen. Hab's geschafft. 6 Sekunden Vorsprung. Für Gold. Es gibt auch noch Silber und Melone anscheinend. Alles klar. Wenn es in jedem Level so ist, dann kann ich das, glaube ich, schaffen. Überall. Ja. Die Goldzeit zu holen, oder? Und wir haben jetzt auch keinen Schaden genommen. Das ist natürlich, ja, quasi Bedingung. Aber ich weiß nicht, wo ich hier Bonusraum finden soll. Na gut. Jetzt kommt ein Wasserlevel. Bohnenbucht. Das machen wir noch. Vielleicht ja diesmal mit Bonusräumen. Bin gespannt. Können wir schwimmen? Oder ist das hier keine Option, wie in den meisten Jump'n'Runs der 90er, wo einfach jeder abgesoffen ist. Nee, aber es sieht gut aus, dass man hier schwimmen kann. Ja, man kann schwimmen. Alles klar. Ist das K? Das ist irgendwo ein... Ich kann nicht nach unten tauchen. Ich kann mich nur mit der Attacke ein bisschen nach unten bewegen. Sehr interessant. Ach, dafür habt ihr eure Bohnenstange, damit ihr hier im Wasser schwimmen könnt. Alles klar, Kartoffeln. Hallo, Möhre. Sagt ihr eigentlich Möhre oder Karotte? Moment, hier ist ein Bonusraum. Also ich sag eigentlich immer Möhre. Karotte sage ich eher so, wenn ich, weiß ich nicht. Wenn es ein bisschen formeller klingen soll. Das war jetzt die Aufgabe, Gegner besiegen. Okay, alle Gegner besiegen. Bonus-Etappe geschafft. Ich sag ja, ich habe ein gutes Auge dafür. Ich verstehe nicht, wie ich das in dem einen Level zweimal übersehen haben soll. Aber da kann ich nicht drauf stehen, alles klar. So, Kartoffelboot besiegt. Die können fliegen, die können schwimmen. Was können die noch alles? Was ist das hier für ein Stand? Oh nein, Dornen. Ah. Okay, kein Problem. Ja, Wasserlevel gefallen mir doch ganz gut, würde ich sagen. So, hier bin ich. Ja. Was habe ich mir dabei gedacht? Wahrscheinlich nicht sehr viel. Ich komme halt nicht darunter. Oh! Maskenschrein! Yes! Ace als High. Jetzt kann ich besser schwimmen. Ah, okay, das ist ziemlich cool. Das ist eigentlich wie in Yoshi's Island, dass man halt mit Yoshi nur so minimal tauchen kann und dann kann man sich in ein U-Boot verwandeln. So ist das hier. Ja, ich kann hier sogar gegen die Strömung ankommen. Das ist dann schon eher wie in Donkey Kong Country Tropical Freeze mit Diddy Kong. Aber auch mit Dixie Kong kann man im Wasser gegen Strömung ankämpfen. Und Bonusraum, der aber diesmal gar nicht versteckt ist. Also den finde ich auf jeden Fall, kein Problem.
So, sammle alle Kristalle unter Wasser mit dem Hai. Oder wie? Mhm. Okay. Ja, das sollte jetzt nicht so schwer sein. Manche sind auch über Wasser, aber... Richtiges Hindernis gibt's hier nicht. Man muss eigentlich nur sammeln. Okay, ich kann auch immer noch mit den Ohren flattern. Also ich bin Hai und Hase. Halt, stopp. Ich will erst hier oben alles mitnehmen. Und dann holen wir uns das A. Jetzt erst das A. Krass. So, das war ein Gegner. Habe ich sehr spät gemerkt. Aber ich habe noch angegriffen. Also alles gut. So, die Kastanien, die hier schnorcheln, lasse ich in Ruhe. Oh Gott. Okay, alles gut. Checkpoint. Vielleicht ein Herz? Wäre ziemlich nett. Sieht aber nicht danach aus. Okay. Das ist eigentlich Tomaten unter Wasser. Meine Tomaten haben ja selbst sehr viel Wasser. Hier mal durch. Deswegen hasse ich es auch, Tomaten zu schneiden. Ein Würfel oder ein egal was. Immer mega nervig. Jetzt einfach... Ah, bin ich dumm. Weil es einfach immer eine Überschwemmung gibt. Außer man löffelt sie vorher aus, aber das finde ich immer so verschwenderisch. So. Okay, hier gibt es immer so ein Muster, wo man durchschwimmen kann. Eigentlich ganz cool. Cooles Hindernis. So, wir haben das Case vollständig. Ich wusste, dass das nicht gut geht. Dann sammeln wir nochmal das Case. Oh, wir hätten sogar schon die 100 vollständig, oder? Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Wenn ich jetzt nochmal ein... Genau, da war das Herz. Dass ich jetzt fast verloren hätte. Hier durch. Weg mit dir, Möhrchen. Möhrchen. Du Mädchen. Ja, das Hindernis hier mag ich nicht so sehr. Ich find's cool, ich mag's schon. Ich bin ja auch gerade gern durchgeschwommen, aber es hält mich jetzt sehr auf und... Auch als Hai bin ich ungeduldig. So, jetzt hier nicht blöden Kack machen, sondern einfach... So. Boah. Okay, Ziel erreicht. Und diesmal 100% wirklich. Zwar mit Gegentreffer. Aber das ist in Ordnung. Case. Zweimal grün. Und 109. Ja. So sieht Erfolg aus. Jetzt ärgere ich mich sehr über dieses Level. Aber ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich komme nicht an die Bonusdinger. Und die brauche ich ja eigentlich für... Hier war es, ne? Sehr ärgerlich. Naja, gut. Ich gehe mal kurz ins Album. Okay, die Level werden aber nicht anders markiert. Wenn man mal nicht alles hat. Alles klar. Im Menü haben wir Optionen, die mir nichts bringen. Okay. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Ich werde mal schauen, ob ich herausfinde, wo ich hier die Bonusräume habe. Und dann, ja, schauen wir, wie es weitergeht im nächsten Part. Entweder holen wir dann hier die Bonusräume nach oder machen einfach weiter mit den Leveln. Ich freue mich drauf. Bis dahin, nur das Beste.